Mein Name ist Volker Springel. Ich bin Professor hier an der Heidelberger Universität und arbeite mit meiner Forschungsgruppe am Heidelberger Institut für Theoretische Studien. Ich möchte Ihnen kurz etwas erzählen über unsere neue aufregende Simulation, das Illustris-Projekt, die wir gerade publiziert haben. Die Idee von dieser riesigen Rechnung ist es, die Entwicklung des Universums seit dem Urknall bis heute zu verfolgen. Wir nutzen dabei aus, dass die modernsten Supercomputer auf der Welt immer leistungsfähiger geworden sind. Heutzutage haben Großrechner, wie etwa der SuperMOOC in Garching bei München oder auch Curie, das ist ein großer Rechner in Frankreich, mehrere 10.000 Prozessoren. Und für das Projekt, das ich Ihnen vorstellen will, haben wir über 8.000 Prozessoren benutzt, insgesamt für 19 Millionen Rechenstunden. Das heißt, ein normaler Computer würde 2.200 Jahre etwa benötigen, um diese Rechnung durchzuführen. Und mit diesen über 8.000 Prozessoren ist es uns gelungen, die Entwicklung des Universums in nur mehreren Monaten, ja in 3 Monaten etwa, über 13,5 Milliarden Jahre zu verfolgen. Ich zeige Ihnen einfach zunächst mal in diesem Video, was dabei herauskommt. Diese Animation, die Sie jetzt sehen, beginnt mit der Verteilung der dunklen Materie im Universum zur heutigen Zeit. Das ist ein Elementarteilchen, das wir noch nicht direkt detektiert haben. Wir glauben aber in der Kosmologie, dass es existiert. Und das Neuartige an unserer Rechnung ist jetzt, dass wir auch das kosmische Gas simuliert haben, Helium- und Wasserstoffgas, dessen Temperaturfeld Sie jetzt hier sehen. Und wir können, wenn wir das Gas simulieren, auch verfolgen, wie es angereichert wird mit schweren Elementen, die synthetisiert werden in den Sternen. Sterne, die Sie jetzt sehen, die jetzt ins Bild kommen, die in dieser Simulation direkt mitverfolgt werden. Dadurch ist es jetzt möglich, Sterninseln im Weltall, also Galaxien, wirklich direkt zu sehen im Superrechner. Und es entstehen dabei zum Beispiel Spiralgalaxien wie dieses System, das eigentlich der Milchstraße sehr, sehr ähnlich ist. Und das ist neuartig in der Illustris-Rechnung, dass wir angefangen mit den Bedingungen, die der heiße Urknall hinterlassen hat, stellare Systeme bekommen, die so aussehen wie richtige Galaxien. Ich werde es nachher noch deutlicher zeigen. In diesem Zoom-Out, den wir jetzt nochmal sehen, haben wir nochmal einen Blick auf die Gasdichte auf großen Skalen. Das ist etwas, was sich nicht so leicht beobachten lässt. Und wir können auch weitere Voraussagen machen mit so einer Rechnung, zum Beispiel über das großskalige Geschwindigkeitsfeld im Kosmos, das Sie jetzt hier angefärbt sehen. Zum Schluss blenden wir wieder über auf die dunkle Materie. Das ist wirklich das Skelett sozusagen der Großraumstruktur im Universum, wo die meiste Masse drin verborgen ist. Das Neuartige unserer Simulation ist es jetzt, dass wir die Morphologie, die Vielfalt der Galaxiengestalten reproduzieren können. Es gibt vor allem 2 Klassen von Galaxientypen, die sogenannten Scheibengalaxien, die Milchstraße gehört dazu, und auch die elliptischen Galaxien. Und Edwin Hubble hat ursprünglich ein berühmtes Stimmgabeldiagramm eingeführt, wo er diese Galaxientypen sozusagen angeordnet hat. Und unsere neue Rechnung, Entwicklungsrechnung des Universums, Illustris, zeigt Galaxiengestalten, die so aussehen, wie man sie wirklich beobachtet. Und das geht sogar noch weiter, wenn man künstliche, virtuelle Beobachtungen des Universums anstellt, so etwas, was zum Beispiel das Hubble Space Telescope sieht, das Ultra Deep Field, eine berühmte, sehr tiefe Aufnahme, auf der man sehr, sehr alte, weit entfernte Galaxien sieht. Wenn man das macht mit unserer neuen Illustris-Simulation, entstehen Bilder, die Sie jetzt hier auch sehen können, die sehr, sehr frappierend ähnlich sind den wirklichen Aufnahmen von Hubble. Und ein Laie, selbst der Experte, kann die eigentlich direkt nicht unterscheiden, ohne präzise Analysen. Natürlich ist es so, dass die Simulation noch nicht identisch ist mit dem wirklichen Universum, doch wir haben einen großen Fortschritt erreicht, tatsächlich die stellaren Systeme, so wie wir sie auch beobachten, über die gesamte kosmische Zeit zu verfolgen. Möglich wurde diese Rechnung mit einem neuen numerischen Verfahren, das wir am HITS entwickelt haben, am Heidelberger Institut für Theoretische Studien, der sogenannte Arepo-Code. Der berechnet die Hydrodynamik auf einem bewegten, unstrukturierten Gitter. Das ist eine relativ ambitionierte und komplexe Methode, aber wir haben zeigen können, dass sie eben deutlich genauer ist als alternative numerische Verfahren. Und sie war entscheidend für die Möglichkeit, jetzt auch Scheibengalaxien zu berechnen. Es war also tatsächlich nicht nur mangelnde Physik, das ist einer der Hauptgründe für die Probleme früherer Versuche, sowas zu simulieren, aber es war auch die numerische Genauigkeit, die noch nicht da war, sowie auch die Leistungsfähigkeit des Superrechners. Auf allen 3 dieser Gebiete haben wir Fortschritte erzielt, die diese Illustris-Simulation ermöglicht hat. Für die Zukunft wird es wichtig sein, dass wir noch weitere Verbesserungen in der Physik implementieren, beispielsweise Magnetfelder oder auch eine
direkte Berechnung von Strahlungstransportprozessen und daran arbeiten wir im Moment. Und ich hoffe dann, dass ich in naher Zukunft Ihnen auch dazu neue Ergebnisse zeigen kann.